Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danny LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir uns den Kuropeko zusammen mit einem Großjagi gestellt. Yay, was ein Kampf. So, ich glaube, ich habe die Story ein bisschen vorangetrieben, weil alle möglichen Leute bei mir reden, zum Beispiel Chacha. Ah, da wird ein Spaß. Opa, Idee für eine neue Maske kommt alle lacker schnell in Chachas Kopf wie flammendes Komet aus dem Weltall. Das Maske mit Zündelohren. Wuschel-Kuschel zum Liebhaben. Chacha lässt Pläne Chuckin von Dorfchef Juno schon gesehen. Muss da gucken. Okay, bla bla bla. Ja, du kannst jetzt mal hier bleiben. Ich glaube, das nächste Monster, was wir uns vorknöpfen, ist jetzt nicht im Doppelpack irgendwie. Deswegen gucken wir mal. Hey Jäger, in letzter Zeit hat man einen seltsamen Schrei aus dem Mockerwald gehört. Ich wette, das waren Kuropeko-Rufe. Vielleicht hat sich die Bestie irgendwo in ein Nest gebaut. Du kannst den Wald also auf Kuropeko treffen, auch wenn du nicht auf einer Quest bist. Du kannst auf Junior zählen, auf mich, wenn du auf Informationen brauchst. Hör dir die Mogga-Prognose regelmäßig an. Dein Freund Chuchu oder wie auch er heißt, hat eine Bitte eingereicht. Sowas. Schau mal in die Dörfler bitten. Ja. Oh, eine Kuropeko-Feder. Fehlen mir zwei Stück, okay. Die habe ich schon ganz lange, die Bitten. Weiß nicht warum. So, wer wird mir reden? Du, okay. Sag mal, Grünschnabel, über dein Jagdglück spricht man im ganzen Dorf. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dir über Dekoration aufkläre. Okay, da interessiert mich herzlich wenig. Hast du gemerkt, dass deine Ausrüstung leere Löcher hat, sogenannte Slots? Um es kurz zu machen, diese Slots sind für Dekoration gedacht. Dekoration bringt Fähigkeitspunkte, genau wie jede Ausrüstungsgegenstand. Ach so, okay. Natürlich ist die Anzahl der Punkte nicht sehr hoch, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist, oder? Trägst du eine Rüstung mit vielen Slots, kannst du sie mit ebenso vielen Dekorationen füllen und bekommst Punkte. Hast du dir alles gemerkt, Jäger? Dekorationen verwendest du nicht direkt wie Amulette, du fügst sie Ausrüstung hinzu. Wenn du das jetzt kapiert hast, hier, solche Juwelen benutzt man, um Dekorationen herzustellen. Okay. Muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Ein andermal. So, ach ja. Ich sollte mir angewöhnen, immer zu erklären, was ich hier gerade trage. Ich habe eine komplette Yagi-Rüstung jetzt hier ausgerüstet. Ich habe die Yagis so oft kaputt gehauen. Habe einen Yagi-Helm, Yagi-Panzer, Armschienen, Beinzeug, Beinschienen und sogar die Waffen sind so im Yagi-Stil. Können wir mal rumlaufen mit, ne? So, aber als erstes will unsere Quest-Madame wieder irgendwas. Hallihallo, willkommen daheim. Gute Arbeit, diese Kuropeko-Jagd. Ich habe dir beim Rumsitzen und Naschen die ganze Zeit die Daumen gedrückt. Hast du bis jetzt wo die Naschereien herkam? Als Dinge geht wohl nichts. Also, da du fragst, wir bekamen gerade einen Auftrag vom Kapitän der Jagdflotte. Sie brauchen dich für Jagd auf ihren Erzrivalen, dem Königsludrov. Okay, mit dem Material reparieren sie ihr Schiff. Ich habe die Naschereien für die Annahme der Quest bekommen. Ich habe deinen Teil gegessen, aber jeder naschen ja nicht. Ey. Oder? Natürlich nicht. Also bevor du dich auf die Jagd nach dem Königslug drauf machst, begibst, sollst du dich mit dem Flottenkapitän unterhalten. Er ist ein Experte für alle Wasserwesen, den Königslug drauf eingeschlossen. Viel Glück, ich bleib hier und nasche. Gar nichts, weil nichts mehr übrig ist. Jetzt los, geh schon. So, aber gegen den wollte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht kämpfen. Ich wollte erstmal gucken, fang ein. Ja, das wird lustig. Sorge 2. Ah ja, das können wir auch irgendwann machen. Ein Großwogi, ja, ein Königsbedorf. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt erstmal den hier erledigen, ein Großwogi. Aber mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht irgendwie Gegengift oder so mitnehmen. Ich glaube, das Vieh kann nämlich vergiften. Aber ich glaube, das Vieh ist nicht so schwer wie jeder Kuropeko. So, Gegengift. Wir haben eine unglaubliche Anordnung. Kann man hier sehen. Gegengift. Habe ich sowas? Ich glaube nicht. Verdammt. Okay, ich brauche Gegenkraut. Die kann man, glaube ich, kaufen. Oh Mann. Gegenkraut. Ja, kaufen wir mal. Weiß ich nicht. 10. Ich will die auch nicht. Ich will zur Box. So, 99. Ja, warum nicht? Kostet ja nicht die Welt, wo ich eigentlich immer auf Screen Probleme mit Geld habe. Verdammt. Jetzt muss ich die nur noch kombinieren wieder. Gegengift. Das kann jetzt ein bisschen dauern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. So. Jetzt nehmen wir 10 davon. So. Aber ein bisschen Gegengift. Ich glaube, das werden wir brauchen. Das ist das einzige giftig, was wir begegnen werden.
Deswegen sollte man normalerweise sowas haben. So, haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Dann können wir uns auf zum Großbogi machen. Ist glaube ich so ein entfernter Verwandte vom Yagi. Sieht glaube ich genauso aus, nur in Blau. Ja, kein Großbogi. Glaube ich. So, okay, nehmen wir den einfach und tun mal hier wieder was essen. Ich tue einfach immer zufällig irgendwas nehmen. So, da wo Effekt steht, tue ich mal auch das nehmen, wo Fragezeichen ist. Um, weiß ich nicht. Gucken, vielleicht bringt er irgendwas anderes, einen anderen Effekt noch. So, ich finde die Rüstung sieht voll cool aus. Hat die denn so für Werte? Gesundheit, Ausdauer, weiß ich nicht. Ich glaube, ein bisschen mehr Angriff hat die, ne? So, Chacha nehme ich nicht mit, habe ich schon gemerkt, ja. Mit dem will ich mich allein stellen. Ich finde irgendwie doof, wenn man so Gefährten hat, die, weiß ich, die Aufmerksamkeit auf einen ziehen. Mochte ich in Fallout auch nicht. Vor allem, wenn die so unbesiegbar sind, was in Fallout auch zum Beispiel der Fall war. Ernsthaft, du konntest irgendwie, dein Hund konnte irgendwie in so ein riesiges, weiß ich nicht, super, wie hießen die Viecher nochmal? Supermutanten Behemoth, diese ganz großen Supermutanten kämpfen und da werden nie gestorben. Oh, da sieht man zum ersten Mal diese Viecher, okay. Ich möchte aber nicht gegen die Kleinen kämpfen, ich möchte gegen die Großen kämpfen. Der ruft wahrscheinlich wieder von die kleinen Viecher. Hat euer Dings auch immer gemacht, der Großjagi. So, wo ist er? Ich will schon mal den Farbball ausrüsten. Oder ist er da oben? Ich glaube, vielleicht ist er auch da oben. Könnte natürlich auch sein. Mal schauen. Aber ich meine mich zu erinnern, der ist nicht so stark. Der ist auf jeden Fall nicht so stark wie der Kopeko. Weil er nicht wegfliegen kann und weil er nicht anzünden kann. Unwahrscheinlich. Man kriegt auch sowieso weniger Geld, wenn man den erledigt. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Yagi. Voll der traurige Tod. Oder grausam, ja. Habe ich keinen Schritt bewegt. Wie kann er mich schon sehen? Ich frage ich mich, oh Gott. Wie man, wieso man irgendwie sich schleichen kann. Oh Gott, ich glaube, kleine Viecher können ja einen auch schon vergiften. Das wäre ein bisschen doof. Boah. Ja, natürlich gut, wenn ich so eine Gegengiftrüstung hätte, aber bekommt man wahrscheinlich nur, wenn man gegen so Giftviecher kämpft, so wie den, ja. Gott. So, ich tue eine entfernten Verwandten tragen, na. So, komm mal her. Wenn ich eigentlich aus dem Gift eigentlich weghalte, dürfte das kein Problem sein. Was zum Teufel? Warum war ich so am Glänzen? Oh, jetzt schon? Boah, ich finde die Geräusche von der Waffe richtig geil. Aber ich tue jetzt nicht schon meine Waffen wieder schleifen. Muss ich ja 3, 4 Hits hier machen. Boah, ja. Ich weiß nicht, was ihr mit mir macht, aber dafür sorgen die Sternchen sehen. Also, wenn wir schon dabei sind. Brogi out. Nee, was war das? Eine blöde Idee. Euch aufspielen. Ah. Nein. Ah. Voll da reingerollt. Ah. Jetzt der Angriff nicht so schwer. Das ist, der hat genau die gleichen Angriffe, glaube ich, wie der Ding. Der Yagi. Groß Yagi. Dö.
Nein. Oh Gott. Langsam ein bisschen knapp. Wirklich heil. Ja, außer wie dein Kopf so aus dem Gift raus geguckt hat. Was? Ja. Maha. Auf damit. Oh, komm her. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was dieser rote Balken unter der Waffe bedeutet. Könnte mir ruhig einer erklären, wenn jemand Bock dazu hätte. Und jetzt muss ich meine Waffe schleifen. Da war was. Wenn ich schon hier bin. Na, wo ist das Ding denn hier? Das Gute ist natürlich auch direkt zwei Stufen irgendwie. Wetzen, glaube ich, ja. So. Komm her. Das macht dich platt. Sehr gut. Das sah komisch aus. War jetzt schon die Waffenstärke wieder gesunken. Ob ich hier in diesem Modus bin oder was? Boah, das ist guter Schaden, den ich austeile. Wahrscheinlich kann ich den seinem Beutel irgendwie kaputt machen, aber. Diesen kleinen Viechern ist das irgendwie so schwer so zu machen und der flüchtet? Nee. Frisst er da, während ich noch da bin? Oh, Spinne. Also ich stehe noch hier und der frisst einfach. Oh, Spinne. Pff, lässt sich aber echt abmetzeln, ja. Boah, jetzt schon wieder. Nein, ich bin vergiftet. Hilfe, Hilfe! Und ging Kraut. Lass mich mal kurz hier weg. Autsch! Hab ich keine erste Hilfe mehr? Okay. Dann muss ich meine normalen Tränke eben nehmen. Okay. Warte, ich dachte, du wärst tot. Okay. Gut, machen wir den hier. Ja, lass mir den kurz ein bisschen erholen. Da du hast irgendwas hinterlassen. Guck mal, ja. Über den Tränen. Ja, na warte. Ich komme dir noch hinterher. Und meine Ausdaueranzeige ist jetzt auch noch gesunken, meine Güte. Ich alles machen muss. Okay, der ist aber direkt hier im gegenüberliegenden Gebiet anscheinend. Ist eigentlich nicht schlecht, wenn die schlafen gehen, dann kann ich die nämlich einfach angreifen. So habe ich ja ein Jahr Gau erledigt. Also, ey! Du Pisser! Boah! Wenn er jetzt wieder zurückgeht, ne? Boah, schon wieder zurückgegangen. Mit mich. You gotta be kidding me. Oh nein, der will mich vergiften, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Was, komm her. Schlitz! Zack! Bangs! Boah, schon wieder die Waffen. Stärke. Ich glaube, der Balken tut irgendwie Schaden. Bestimmt, wenn er voll ist. Ich weiß jetzt nicht, was das anders hier bedeuten sollte. Treffe ich? Ja, ja. Schon wieder am Glänzen. Was soll das? Oh nein. Nein, 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 nein. Wie hat mich das nicht getroffen? Ihr könnt mich nicht, ich bin am Glitzern. Ich glitzer. Und erledigt, gut. Ah, schön, wo sagt er?
groß wo geschieht. Okay. Kann ich ja sogar noch irgendeine Quest reinhauen. Ich glaube, ich weiß auch welche. Ah, schön. So, kommt her. So, was wollt ihr? Boah. Also bei euch tut sich auch noch was. Ah. Sehr schön. Ich will auch viel was zu tun wahrscheinlich. Wie ich neue Monster gesehen habe. Oh, schade. Schön. Großwogi raus. Knochen, Knochenlöse. So, vielleicht Geld. Geld ist irgendwie wichtiger im Moment. Auf Augen zu. Was? Ich dachte umgekehrt. So, was haben wir denn jetzt noch für kleine Missionen? Wir haben noch Fange, ja, das. Schiffsrettung, ja. Kein Ruhm ohne Innereien. Sorge drei Monster in rein, machen wir das. Muss ich wahrscheinlich wieder schneiden wie ein Blöder, aber egal. So, ich könnte mir vielleicht vorstellen, welches Viech ich da erledigen muss. Zwei Episoden klappt zu schlagen. Weiter geht's klar sogar. Delex und Barbara. Ich weiß nicht, was ein Delex ist. So. Aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, was das ist. Hey. Gratis Bombe, her damit. Mach mal einen Schnelldurchlauf noch. Aber noch ein paar Minuten, 5-6 Minuten. Ja, die einzigen Viecher, die ich jetzt namentlich hier nicht kenne, sind nämlich hier diese komischen Fische. Vielleicht kriege ich von denen das, die Monster in der Reihe. Könnte ich mir gut vorstellen. Die haben wir ja auch noch nicht bekämpft, glaube ich. Habe ich überhaupt ein Getränk hier bekommen? So ein Verdammt, habe ich nicht. Was soll das? Ich habe kein Dings bekommen. Das könnte jetzt nicht gut sein. Ich bin gegen Dings herstellen. Ja, ich habe jetzt. Nochmal zurück. Ich habe, da war bestimmt irgendwo eins drin und ich habe es nicht mitgenommen. Ne? Ja, so viel zu Schnelldurchlauf hier. Hätte ich vielleicht doch auf Screen machen sollen. Verdammt. Aber jetzt Part ist ja auch ein bisschen lang geworden. Können wir den auch länger machen, ne? Wenn man nach der Logik hier geht, voll die Retard-Logik. Ja. Und rennen. Muss irgendein Kaltgetränk oder so drin sein. Also doch, meine Güte. Oh. Schon jetzt aktivieren, das dort nicht voll lange an das Ding wieder zurück. Boah. Ich mag das nicht irgendwie in dem Projekt zu viel zu schneiden, aber das ist irgendwie notwendig, habe ich so das Gefühl, weil manchmal kann man irgendwie nicht abschätzen, wie lange es dauert, hier irgendwas zu machen. Manchmal habe ich in 1-2 Minuten irgendwas erledigt und manchmal dauert es wirklich so 10 Minuten. Weil wenn man das macht, nachdem man ja gegen so ein großes Viech gekämpft hat, damit ist ja das Highlight des Parts eigentlich schon vorbei. Aber ich will ja nicht nur die Bosskämpfe jetzt sagen, ich will ja auch, weiß ich nicht, mal was anderes zeigen. In der nächsten Folge macht man den Königssud drauf erstmal fertig. Dann weiß ich nicht, reicht halt erstmal mit den großen Monstern. Okay.
Kommt ihr mal da raus. Hi, na. Hat sogar funktioniert. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Hier ist wieder da rein. So, ihr müsst jetzt aber bitte Innereien hinterlassen. Die echt so da rausfliegen, ey. So bescheuert aus. Und seine Reihen gut. Frisst das. Ist das dämlich. Und seine Reihen gut. Jetzt du noch, komm schon. Für Daddy. Für Daddy Danjo. Und seine Reihen. Wow, das ging schnell. See you, suckers. Hm? Ah, schön. Ja, das war's dann schon mit der Mission. Gut. Passt sogar zeitlich. Ich muss ja nur drei, ne? Ich werde da leicht zurückkehre. Und ich habe irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe drei, ne? Ja, okay. Ich kenne mich doch, in der Hektik habe ich irgendwie was übersehen. Na, habe ich nur zwei. Ein bisschen doof wäre. Na gut. Boah, die tanzen. Am Tanzen, ich habe es genau gesehen. Jetzt schämen sie dich. So, aber mal so eine kleine Nebenquest auch mal hinter uns gemacht. Und als ich offscreen irgendwas gemacht habe. Ich habe bis jetzt nur offscreen Sachen gemacht. Oder weiß nicht, Monster erledigen. Müssten. Die, ja, die wir schon begegnet sind. Ich sollte schon wieder Ludorf erledigen, weil Ludorf haben wir ja schon mal eine Mission gemacht. Aber welche erledigen mussten. Und diesmal war in einem anderen Gebiet und ja. Das muss man jetzt unbedingt sehen, finde ich jetzt. Ah. Oh, Quest erfüllt. Posen. Verstehe nicht. Warum posen die so? Denn jeden Monster Hunter so gewesen? Ich weiß noch, dass ich früher mal für die PlayStation 2 so eine Demo hatte von Monster Hunter. Frag mich aber nicht, welcher Teil das war. Ich dachte mal noch originaler. Erste. Und Rüsko, damit war Rüstung verbessern. Habe ich auch noch nicht gemacht. Also in dem Spieldurchlauf hier. Das könnte man ja mal machen. Aber für mich ist es erstmal wichtiger, die ganzen Dinge erstmal herzustellen. Danach kann ich Rüstungskugeln drauf ballern und was weiß ich. So, nee, das auch nicht, doch jetzt nicht. Ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir den Königszug drauf höchstwahrscheinlich kaputt kloppen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.